Sag mir, Freund, hast du je in Betracht gezogen, dein Potenzial durch Glauben zu maximieren? Bestaunt Rex den Zerstörer. Ist das nicht Maximum genug für euch? Die Glaubenden können dir zeigen, wie du deinen Körper hinter dir lassen kannst, allein mit der Kraft deines Geistes. Glaubende, ja? Wir haben einen von euch Irren auf Spartax getroffen. Seid ihr nicht ein bisschen weit weg von zu Hause? Unsere Reihen wachsen. Dank unseres Patriarchen haben wir nun Augen und Ohren in der gesamten Galaxie. Vollständige Körper wären sinnvoller. Ein goldenes Zeitalter steht bevor. Wir glauben, dass ein Gegenstand auf dieser Auktion dieses Zeitalter einläuten wird. Das sind die gleichen Stoßköpfe, die Quill für ihren Auserwählten hielten. Ich würde da nicht so viel drauf geben. Hier, Bruder. Dies führt dich zum nächsten Schiff der Glaubenden. Dann kannst du dich uns anschließen, sobald du das Licht gesehen hast. Danke. Aber welches Licht meinst du damit? Psst, psst, hey. Das ist hier kein Kaffeeklatsch. Die beiden haben schlimmer einen am Bein als die Antenneneule auf Spartax. Meinst du sie? Mantis, sie wird uns erkennen. Versteck dich. Komm. Ah. Los, Dicker. Gesegnet sei Mantis, Celestial Schützling der Universalglaubenden. Bruder Raker, Bruder Arakim, ich habe die Fiole gefunden. Ich glaube, von ihr geht die Energiesignatur aus, die uns prophezeit wurde. Die Prophezeiung besagt, dass der Gegenstand darin ein neues goldenes Zeitalter einläuten oder die Zerstörung des Universums herbeiführen wird. Aber wir glauben, dass Letzteres nicht passieren wird. Kommt, lasst uns Gebrauch von den mentalen Kräften machen, die uns unser Glaube verleiht. Wir glauben, dass niemand hier auf die Fiole bieten wird.